Hallo, in diesem Video möchte ich einmal das Pairing von Funk-Sicherheitsfußschaltern der Firma Stolte erklären. Grundsätzlich ist es so, wenn Sets in Bezug auf dieses Produkt ausgeliefert werden, kann der Funkfußschalter im Auslieferungszustand noch nicht mit dem Funkempfänger kommunizieren. Dieses haben wir an dem Board einmal aufgebaut hier. Auf der linken Seite sieht man den Funkfußschalter, auf der rechten Seite sieht man den Funkempfänger. Zu dem Set gehört dann noch ein zusätzliches Steckernetzteil, eine Magnetfußantenne und ein Pairingkabel. Um diesen Funkfußschalter nun einmalig mit dem Funkempfänger zu verbinden, muss dieser Pairing-Vorgang durchgeführt werden. Dazu sollte der Funkfußschalter 4 bis 5 Stunden, bevor wir diesen Vorgang durchführen, geladen werden, damit ausreichend Akkuleistung vorhanden ist. Um nun den Funkfußschalter mit dem Funkempfänger zu verbinden, müssen wir das Pairing durchführen. Und dazu muss der Funkempfänger in einen Anlernmodus versetzt werden. Dies realisieren wir, indem wir an der unteren Leiste sind 2 Druckknöpfe, S1 und S2, und den Druckknopf S2 so lange drücken, bis wir über die LED-Kombination in einen Blinkmodus kommen, wo die LED 3 und 4 hin und her springen. In diesem Moment haben wir 20 Sekunden Zeit, um das Pairing-Kabel an der Schnittstelle Funkfußschalter mit der Pairing-Schnittstelle am Funkempfänger zu verbinden. Und nachdem dieses akustische Beep-Signal, ein dreimaliges Beep, stattgefunden hat, ist das die Quittierung des Funkempfängers, dass das Pairing erfolgreich durchgeführt worden ist. Nun kann der Funkschalter dauerhaft mit dem Funkempfänger kommunizieren. Nachdem nun der Funkfußschalter mit dem Funkempfänger durch das einmalige Pairing miteinander verbunden wurde und jetzt dauerhaft miteinander kommunizieren können, diese beiden Komponenten, möchte ich das trotzdem nochmal an der Funktion des Funkfußschalters zeigen. Dazu muss man sagen, dass die Installation in der Vertikalen dieses Funkfußschalters nur für Demozwecke ist, da hier ein Lagesensor eingebaut ist, der ab einem gewissen Winkel das Aussignal schaltet. Das wäre also in der Praxis, müssen die in horizontaler Lage sich befinden. Aber jetzt, um das nochmal einmal zu zeigen, möchte ich ganz gerne einmal den Fußschalter nochmal in Aktion zeigen. Das heißt also, grundsätzlich ist über das Pairing sind ja die beiden Komponenten miteinander verbunden. Wenn ich den Funkfußschalter gleich aktiviere, das Pedal, dauert es einen gewissen Zeitraum, 7 bis 8 Sekunden, bis sich der Fußschalter am Funkempfänger angemeldet hat. Das werde ich jetzt einmal gerade durchführen. Wie wir gehört haben, hat sich das akustisch noch einmal bemerkbar gemacht. Das heißt, jetzt verläuft die Zeitspanne, diese 7 bis 8 Sekunden. Und jetzt haben wir wieder ein Piepen gehört. Das bedeutet, jetzt sind die beiden miteinander verbunden und können miteinander kommunizieren. Das heißt, wenn ich jetzt das Pedal drücke, werden die Funksignale sicher an den Funkempfänger übertragen. Somit haben wir an diesem aufgebauten Beispiel das erfolgreiche Pairing und die anschließende Inbetriebnahme des Funkfußschalters am Empfänger vorgeführt.